So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum Qualifying heute aus Vietnam. Nach den Punkten, die wir in Bahrain geholt haben mit dem 9. Platz, würde ich eigentlich ganz gerne in Vietnam ein paar weitere Punkte direkt nachlegen. Ich drücke jetzt einfach direkt mal aufs Qualifying. Allerdings habe ich das Training gesehen und sehe daher die Chance nicht sonderlich groß, dass wir heute die nächsten Punkte nachlegen können. Beziehungsweise dann morgen, nach einem hoffentlich guten Qualifying heute. Aber ich versuche natürlich das Beste, um uns irgendwie weitestgehend nach vorne zu bringen. Beziehungsweise das Auto weitestgehend nach vorne zu bringen. Ich habe natürlich nur Rot mit, das habt ihr am Ende vom letzten Rennen schon gesehen. Weil hier in Vietnam werden wir auf jeden Fall eine Zwei-Stop-Strategie fahren im Rennen. Zweimal Rot, einmal Gelb. Aber darum können wir uns dann, wenn wir vorm Rennen stehen, jetzt erstmal Konzentration aufs Qualifying. Jetzt heißt es einfach verbraten, das Auto ans Limit bringen und hoffen, so weit wie möglich zu kommen. Vietnam, eine komplett neue Strecke im Rennkalender, die ich jetzt natürlich schon ein paar Mal gefahren bin, die Formel 1 dieses Jahr aber nicht gefahren ist, aufgrund von Corona halt. Wir dürfen sie fahren im Rennkalender. Und naja, ich tue mich mit der Strecke relativ schwer, zumindest mit dem letzten Sektor, diesen S's. Damit tun sich aber viele Leute schwer, weil das halt wirklich ein extrem schwieriger Teil ist, vor allem weil die Strecke halt so eng ist. Es ist der erste richtige Stadtkurs der Saison, wo man direkt an den Wänden fährt. Das macht diese Strecke halt so schwierig. Und das wird, denke ich, auch ein großes Problem jetzt werden im Qualifying und auf Dauer auch im Rennen. Aber jetzt im Qualifying heißt es erstmal einfach nur dieses Auto über eine Runde bringen. Im Rennen müssen wir es dann über 28 Meile springen. Und das ist dann die wahrhaft schwere Aufgabe. Eine Runde im Qualifying werden wir wohl noch schaffen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir hier sogar zwei Versuche brauchen werden im Q1. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, um das zu vermeiden. Das Auto direkt mit dem ersten Versuch in Q2 zu parken. Kurve 1 relativ eng. Hier kommt dann die Boxenausfahrt, wo jetzt zum Glück keiner rauskommt. Doch, da kommt einer raus, aber genau hinter uns, zum Glück. Dann hier raus beschleunigen. Jetzt auf die erste DRS-Zone. Jetzt kommt eine extrem enge Schikane, die direkt übergeht in eine langgezogene Linkskurve, quergestanden. Das hat gekostet, rausbeschleunigen auf die längste Gerade der Strecke. Hier heißt es jetzt einfach nur Gas geben, vielleicht einen Heckflügel dann am DRS-Punkt aufmachen. Hier ist die Linie und auf. Jetzt runter in Richtung Haarnadel. Die engste Kurve der Strecke. Aufgrund der hohen Einstellung von Benzin und erst frühes Bremse wieder quergestanden auf dem Gas. Wieder beschleunigen. Jetzt der Rechtsknick hier und damit geht's rein in den letzten Sektor. Diese schnellen S's, wo ich schon die Einfahrt nicht ganz hundertprozentig perfekt jetzt erwischt habe. Aber das sah eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht aus, wie wir da durchgekommen sind, dieses Mal zumindest. Aber ich glaube fast, da waren zu viele Fehler vorher auf der Runde. Jetzt die letzte Kurve, keinen Fehler machen, 1:36,2. Das ist hinter Paris zunächst mal. Weit hinter Hamilton. Ich bin gespannt, wo wir damit dann gleich stehen, wenn die anderen auch ihre Zeit gesetzt haben. Ich dachte gerade kurz, ich hätte mir jetzt den Flügel angehauen. Norris ist ebenfalls schneller als wir.
Rojan ist langsamer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen eigentlich. Der war auch nicht im Verkehr. Da kommt jetzt einer der Alphas und Norris. Norris hat uns auf jeden Fall nach hinten gedrückt. Der Alpha glaube ich tatsächlich nicht. Da kommt jetzt gleich ein Renault durch die letzte Kurve. Der drückt uns auf die 7. Jetzt kommt gleich ein Mercedes. Der wird auf jeden Fall an uns vorbeigehen. Die wichtigen Autos für uns zumindest sind noch nicht so viele unterwegs. Denn einer der Williams ist gerade hinter uns, der auf der schnellen Runde ist. Der andere ist genau dahinter auf Outlap. Also wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir sehen, wo wir stehen. Wenn wir einen zweiten Versuch brauchen in Q1, muss ich auf jeden Fall einen frischen Reifen nehmen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Weil mit dem angefahrenen hier kann man halt wirklich nur eine Runde fahren. Dieser Reifen geht viel zu schnell ein. Der Alfa Romeo hat uns tatsächlich geschlagen. Der hat sogar die beiden McLaren geschlagen. Daher habe ich auch nicht gesehen, ob er uns geschlagen hat. Oder er war halt noch auf Outlap. Das wäre natürlich auch immer möglich. Beides haben wir ja nicht gesehen. George Russell ist übrigens mittlerweile auch auf der schnellen Runde. Ich warte eigentlich jetzt auf meinen Bordmonitor, damit ich alles nachgucken kann, was ich brauche. So, zuerst mal für den zweiten Versuch nehmen wir dann natürlich weniger Benzin und einen frischen Reifen. So, und jetzt sehen wir mal, wo wir stehen. Der Alpha war auf der Outlap, das heißt, der hat uns nicht geschlagen bisher. So, jetzt bin ich gespannt, wo wir stehen. Platz 15. Wir werden nochmal fahren müssen, denn Grosjean würde uns rausdrücken. Wir müssen Magnussen schlagen, wenn nicht sogar noch Sainz und Gasly. All personnel be aware, car leaving. Also Gasly und Sainz werden wir nicht um jeden Preis schlagen müssen, aber Magnus müssen wir schlagen. Auf jeden Fall. Zeitlich geht's auch auf mit noch einer schnellen Runde. Auf der Runde rede ich aber gleich mal nicht so viel, da will ich mich kurz konzentrieren, um dieses Auto in Q2 zu bekommen. Nicht nochmal solche Fehler zu machen wie auf der ersten Runde. Aber ich bin gespannt, was dieser zweite Versuch jetzt bringt, wohin es geht. Denn das wird der Wegweiser sein. Und in Q2 verlasse ich mich dann auf einen Versuch, weil ich noch einen frischen Reifen fürs Rennen überhaben will, den ich nicht verschwenden will. Von daher verlasse ich mich in Q2 dann gleich auf einen einzigen Versuch, den wir ganz am Ende sitzen werden. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir überhaupt ins Q2 kommen, denn dafür muss eine Verbesserung her, im Gegensatz zur ersten Runde. In der ersten Runde war zwar kein richtig dicker Fehler drin, aber viele kleine. Und diese vielen kleinen Fehler kommen dann in der Summe, führen halt dann dazu, dass es so spannend wird. Und daher müssen wir die jetzt im zweiten Versuch aufstellen. Daher bin ich jetzt erstmal still. Thank you.
Und das ist eine große Verbesserung. Und diese Verbesserung bringt uns auf jeden Fall in Q2. Ich habe gar nicht geguckt, wo wir jetzt gestanden hätten, hätte ich die Runde nicht zu Ende gefahren. Ich habe mich jetzt einfach darauf konzentriert, dieses Auto rüberzubringen, auch wenn es nach Sektor 1 sehr, sehr knapp aussah. Auch Sektor 2 war nicht 100% sicher. Also auch da hätte man es sicherer machen können. Wir scheitern mal in ein paar Tausendstel an unseren Teamkollegen. Aber egal, Q2 steht ja noch vor uns. Und in Q3, da habe ich dann gedacht, jetzt mach einfach keinen Fehler. Hier kannst du viel Zeit gewinnen. Weil der dritte Sektor auch absolut nicht mein Sektor ist auf dieser Strecke. Und daher habe ich da einfach versucht, dieses Auto rüberzubringen. Hat funktioniert, sind Platz 13 nach dem ersten. Und jetzt in Q2. Gucken wir mal, wo es hingeht. Mit dem, wie gesagt, einen Versuch, den ich setzen werde. Aber dafür auch mit so wenig Benzin wie möglich im Auto. Und den dann halt ganz am Ende. Mal gucken, was wir dann gleich fahren müssen, um rein theoretisch in Q3 zu kommen, um zumindest mal unseren Teamkollegen zu schlagen. Eine 1,35,7 muss auf jeden Fall her, am besten sogar 1,35,5. Also Heizdecken runter und raus hier. Wie gesagt, ich will nur einen Versuch, ich will den frischen Reifen haben fürs Rennen, damit wir damit dann ein bisschen arbeiten können. Zeitlich geht das wieder ohne große Probleme auf. Diesmal schone ich den Reifen auch ein bisschen auf der Outlap. Einfach um halt, falls wir dieses Ding irgendwie in Q3 bekommen, um Sicherheit zu haben. Also damit der Reifen dann nicht komplett abgefahren ist. Anderes Hauptziel ist natürlich dann gleich die Runde so schnell wie möglich zu fahren. Mit warmen Reifen natürlich auf diese Runde drauf. Da fährt ein Mercedes nochmal, das überrascht mich ein bisschen. Der wird wahrscheinlich auf Medium verkackt haben. Also 35,8 sind wir eben in Q1 gefahren. Mal sehen, ob jetzt eine 35,7 drin ist in Q2. Weil die Strecke hat sich natürlich nochmal verbessert. Der Tank ist nochmal ein bisschen leerer. Wir haben für Q2 die mit Abstand besten Streckenbedingungen. Die wir jetzt einfach nur noch ausnutzen müssen, eigentlich. Und mein Ziel ist ganz klar, irgendwie Pia zu schlagen. Es werden noch genug Rennen kommen, wo wir ihn schlagen können, auf jeden Fall. Aber ich will es natürlich am besten in jedem Rennen der Saison machen. Dass das allerdings nicht möglich sein wird, weiß ich selbst. Unter anderem, weil wir es schon in Melbourne nicht geschafft haben. Und auch in Bahrain nur, weil wir die bessere Strategie haben. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die nächste schnelle Runde. If it takes too much damage. Ich versuche jetzt trotz des kaputten Flügels die Runde zu Ende zu bringen, auch wenn der natürlich extrem viel Zeit kosten wird. Daher wird auch nichts gehen in Richtung Pierre wahrscheinlich. Bei Magnus zum Beispiel schlagen. Das versuche ich jetzt trotzdem.
Das reicht nicht, das ist Platz 15 am Ende. Ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe mir nicht annähernd so viel ausgemalt hier in Vietnam. Ich hatte erwartet, dass wir irgendwo um Platz 17, 18 rumstehen. Platz 15 ist absolut zufriedenstellend für mich. Zumindest für das Quali erstmal. Im Rennen versuche ich noch ein bisschen was gut zu machen. Beim Quali können wir das erstmal so stehen lassen. Und daher würde ich sagen, wir hören uns dann morgen an der gleichen Stelle zum Rennen hier aus Vietnam. Bis dann.